So, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Der Ring passt gut zu meiner Stimmung. Deine eine Sense? Alter, wo hast du die denn her? Was? Okay, gut. Ja, wir machen keine Umwege mehr. Wir begeben uns jetzt direkt ins DLC. Ich habe keine Lust mehr auf diese Aufgaben, auf diese Herausforderungsmeisterschaft-Dinger. Da scheiße ich ganz ehrlich drauf. Ich scheiße auf die Flussdingsums da jetzt. Hier waren wir ja schon fertig. Krieg ich auch nichts mehr. Der Typ, der immer mal klatscht, ist auch nicht mehr da. Schade. Was ist das eigentlich? Und diese ganzen Strommänner hier. Das Monster darstellen, irgendwie sowas. Erziehen. Noch gar nichts, okay. Nehmen wir ein blaues Feuer. Oh. Krass. So. Aber immerhin, Anführungszeichen, immerhin, hat es irgendwie soft geschafft, scheinbar. Bist du also bereit, nach Irland aufzubrechen? Ich bin noch Schon nicht auf diese Reise vorbereitet. Ich werde. Irland. Hier, du hast ein eigenes Haus? Ich bin schon gar nicht mehr dran, siehst du mal. Was wollte ich jetzt sagen? Hat ziemlich voll aus dem Konzept gebracht. Okay. Können wir bei dir was kaufen? Ich möchte deine Waren sehen. Na, kann ich das skippen? Du hast ein paar Waffen für mich. Ein paar Tattoos. Ah ja, kaufen wir den auch noch. So, Waffen können wir uns nicht leisten. Und jetzt auch nicht, dass es da irgendwie schon was Öge. Krasses gibt. Ich brauche nichts. Dann Gut. solltest du üben gehen. Ja, ich wollte aber. Aber ich habe kein Geld, stimmt. Ich wollte noch was upgraden eigentlich, aber ich habe kein Geld dafür. Ich bräuchte von denen hier einige. Aber so viele eigentlich auch nicht, aber. Ich habe halt kein Geld, um mir das zu leisten. Leider. Also, ich verkaufe ein paar Sachen. Wieder. Aber vielleicht können wir im DLC was. Gucken wir mal im DLC. Über DLC werde ich auch was verbessern können dürfen, oder? Ich hätte da lang gemusst. Gut. So. Ach ja, genau. Wir hatten ja einmal das den Fall gehabt, dass wir ein Fest nicht spielen konnten, weil beziehungsweise wir konnten ein Fest nicht abschließen, weil wir Dekorationsgegenstände aufstellen mussten. Aber es war gesperrt, weil es irgendwelche Bugs verursacht hat, weswegen das Spiel dann nochmal abgestürzt ist. Stimmt, das wollte ich sagen. So. Wir machen ein Fest jetzt. Kann das Fest mal beginnen? Sag uns nur wann. Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas taugen. Essen wir! Kann man nur El dem Wallen vorziehen? Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld, doch im Trinken sind wir ungeschlagen. In meinem Kelch wird immer El sein. Nicht nur der Kanal trennt uns, sondern auch ein ganzes Meer des schlechten Geschmacks. Ich will euch etwas zeigen. Auf unseren Reisen durch Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in East Anglia. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Hrefnatorp kamt. Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Sequana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen.
Jarl Heming, Gudrum, sogar Halfdan. Harris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jarls sich deinen fränkischen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Tuka? Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen. Und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hrefnatorp Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Diebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Tuka, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid, und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Dank. Ja, es kommt mir sehr komisch vor. Sehr, sehr komisch. Oh, guck mal, die Figur wohl weggebrannt. So. Tuka sagte, ich solle zu Piers gehen, wenn ich bereit für die Reise ins Frankenland. Oh, ich habe mich schon wieder geportet. Gut, wir könnten aber noch eine Sache nachgucken. Eine Sache vorher noch machen. Frage ist aber, ob wir überhaupt genug Knähe. Eigentlich lohnt sich das gar nicht. Ich guck trotzdem mal eben schnell. Hui, hui. So. Oh, unser Dorf gefällt mir so irgendwie besser. Irgendwie ist die Framerate dadurch ein bisschen komisch. Ein bisschen schummig irgendwie und die Qualität auch irgendwie ein bisschen, oder? Habe ich das nur? Was bietest du heute an? Er sagt gar nichts mehr. Cool. Ein Tattoo. Wow. Der Schild ist immer noch hier. Wir bräuchten jetzt eine gute 90 Punkte dafür oder hier für die 100. Und wir kriegen. Hast du was Neues für mich? Ganze
5 kriegen, glaube ich, also 10. Egal was wir tun, wir schaffen es nicht. Dann lassen wir das mal, was ich gerne noch gemacht hätte, wäre die Helden. Neue Rüstung, die wir bekommen haben, upgraden, aber. Was führt dich an meine Bescheid? Ich habe halt eben keine Ressourcen dafür, leider. Hier könnte ich mir jetzt theoretisch was kaufen. Aber hätte nicht genug wahrscheinlich. Zeigst du mir deine Waren? So, muss ich wieder was verkaufen. Ein Plünder verkaufen. Ne? Großartig! Das hätte ich gerne. Ein Geld. Das ist fast schon geschenkt. Oh. Okay, hier können wir so noch Fertigkeiten uns kaufen. Die Barren, die würde ich zum Beispiel gerne verkaufen. Die brauche ich ja schon mal nicht mehr. Die habe ich gesucht. Mal 750 brauche ich. Ups. Noch ein bisschen was verkaufen. Was haben wir denn hier? Schlange. Ja, guck mal, haben wir so viel davon. Kaufen wir mal ein paar. So, was haben wir hier? Pelze. Eigenen Besitzer. So, hier haben wir auch nicht sehr viel von. Kornbeerenfüller. Ratsbär war das selten, ne? Ja, guck mal, 8 wert. Das sind die Fische ja viel mehr wert. Kann ich nicht 10 mal hier. Ach, die Hasenfutter. Türknochen, ja, der hat man schon gut verkauft gehabt. Seins im Besitz gerade mal. Ah, wir brauchen ein bisschen mehr von dem Zeug. Die Befestigung habe ich nicht mehr im Inventar, so verkaufen können. Oh, hiervon haben wir ganz viele Wolfskrallen. Und damit ein bisschen Geld machen noch. Bring mir alles, was du finden kannst. Ja. Hundefangzahn, ja, die heben wir auf. Auch jede Menge. Ist zwar nicht viel, was wir dadurch kriegen, aber hey. Immerhin etwas. So, jetzt könnten wir. Auf jeden Fall. Wir uns die kaufen. Ist das dann? So, ich muss gehen. Beehr mich bald wieder. Tschüss. So. Gut, machen wir dann noch eben schnell was ein bisschen. Was in Frankreich geht. So, alter Mann. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nicht mal, zeig mal her. Das gefällt dir wohl so, ganz gut. So, dann haben wir jetzt. Was sind denn unsere Klamotten so da? Hellentod am Schienen. Ja, hören wir. Ich bin ein stolzer Vater, wie stark du jetzt bist. Nervig ist nur, ich muss hier jetzt mal jetzt runterscrollen dafür. Bin tot. Ja, ne? Ja. Zack. So. Du hast ein Auge für hohe Güte. Nicht viel Loot, ne? Ich kann mir auch nichts verkaufen. Das dämliche daran. So, Hellentod Beinschienen. Es wird dir gut dienen. Gönnen wir natürlich. So. Schon mal ein paar Teile. Und zack. Gold, ich steck's drin für 50 Gold, ey. Boom. Das ist so. Ziemlich gut. Ja, ziemlich gut. So. Haben wir noch den Helm. Hier, Eivor. Jetzt kannst du dich allem stellen. Komm. Schön. Noch einmal den Helm. Den Tothelm. Zack. So. War's das? Was kannst du mir heute abholen? Oh ja. Bereit für. Ist so gut. Müssten wir jetzt natürlich noch irgendwo hinreisen, wo wir was kaufen könnten. Und auch zu den Prüfungen hinreisen, ne? Ja. Und ich da jederzeit weitermachen.
ist auch ein Lager, ne? Schön. Oi. Oh. Oi. Oh. Oh ja, oh ja. Oh. Easy. So. Ich würde gern shoppen. Auch nämlich noch zweimal. Komm, sieh dir all meine Waren an. Ja. Davon kann man nie genug haben. Ja, musst du jetzt kein Zeug mehr. So doof. Wird aber noch ein bisschen was, ne? Ich würde die hier näher sortieren, weißt du? Weißt du, was ich hier habe? Wäre mal interessant. Und hier Geweih, habe ich eins noch. Wow. So, kleine Rune, Schild. Mit 30 ein. Bring gerne weiterhin dein Zeug zu mir. Ja. Ist einfach keine Ordnung drin, ne? Kleine Panzerrune. Eine Panzerrune, ja, auch noch. Kann ich dir noch etwas anderes unterjubeln? Kann ich dir noch was anderes unterjubeln? Das sind regionale Waren. Ja, warum hast du denn nicht das, was ich haben will? Hä? Suche. Anderes. So. Dann gehen wir mal hier hin. Ne? So. Ich gucke grimmig. Aloy, die Grimmige. Ah ne, Aloy, ich hab's falsch Spiel. So. Da wo ist hier ein... Ist hier ein Haufen? Ich glaube nicht, ne? Aua. Hey. Mal wieder hochkletterst. GG, Mädchen. GG. Wo ist denn, Leute? Falschen im Visier. Im falschen Laden. Ist die gerade aus dem Brunnen gekommen? Seite. Ein Aloy Ravenclan. Du bist eilig, sehr eilig sogar. Ich muss ins DLC, ich will mich dafür immer noch vorbereiten. Deswegen bin ich jetzt hier. Guten Tag. Guten Tag. Geht auch nix. Warum? Warum habt ihr das alle nicht? Warum habt ihr jetzt plötzlich geteilte Lager? Sonst noch etwas. Nee, nix geht. Tschüss. Bin ich kacke. Bin sauer. Jemand Stress hier? Den kann ich wohl nicht mehr anheuern. Und dir hier. Ich habe mich aber nicht umgelegt. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das ist. Ein bisschen her. Oh. Ich habe wohl drei Leute gekillt. Ah, oh, es sind vier. Okay. Okay, chillt da mal. Ach ja, die tolle Brücke, die gerade gebaut wird. So. Hast du da? Da.
Bitte? Und mit einem Stein den Tisch? In der Taverne hier, oder? Was ist los hier? Ach ja, ich bin böse. Wenn ich nicht mein Zeug kriege. Na gut, dann gehen wir halt doch jetzt ins DLC, meine Güte. Ich nicht einfach mal irgendwie sehen kann, ja. Echt enttäuschend. Echt enttäuschend. Ich wollte ins DLC. Zack. So. Ich wollte doch nur ins DLC. So. Und haben die längsten Ladezeiten unseres Lebens. So. Na gut, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal, gehen wir mal, gehen wir mal. Gehen wir mal. Ach ja, warum muss das DLC so weit weg sein? So, Fans DLC. Ich hoffe, es ist groß geworden. Was Gruseliges irgendwie. Nehmen wir diesen Waffenständer. Ja. Irgendwie will anders aus, aber gut. Egal, wir gehen hier hin und. Ich hoffe, dein Kopf schmeckt wie der meine. Was für eine Nacht. Aber wir sollten bald gehen Frankenreich aufbrechen. Okay. Ich wollte mit Piers reden. Piers! Wir sind bereit aufzubrechen, wenn du es bist. Ich bin bereit. Das Frankenreich. Land von Carla Magnus und der bittere Lohn Ragnars, der in Paris Unmengen von Silber und Sorgen erbeutete. Nun erhebt sich ein neuer König, der die Franken gegen die Nordleute in die Schlacht führt und brennende Blicke gegen Englerland schickt. Ich muss diesen irren König davon abhalten, den Krieg über das Meer zu tragen. Seine Heere versammeln sich bereits und erneut kreisen die Krähen über Paris. Okay, Umland von... Frankenreich! Was denn? Kein schniefender Gesandte König Charles, um uns zu begrüßen? Glaub mir, Wolfsmal, du wirst früh genug die Wärme seines Großes spüren. Ja, aber irgendwie... Fehlt ihr hier an Bord? Das... Wir alle waren beteiligt. Also die Farbe Rot dominiert auf jeden Fall sehr stark. Und dies brächte er nach Heffentor. In der Tat, wir sind gleich da. Doch können wir mit dem Langschiff nicht nach Paris. Die fränkischen Brücken versperren den Weg. Ja, wenn du das sagst. Unser Dorf liegt im Landesinneren. Ab hier nehmen wir die Pferde. Die anderen folgen zu Fuß. Könnte uns ein Hinterhalt erwarten?
Nicht so nah am Wasser und nicht in der Nacht. Siegfried hat seine Arbeit zu gut gemacht. Ich entlade noch das Schiff. Geht ihr zwei schon voraus. Vielen Dank, Piers. Und Eivor, es gibt etwas, das wir besprechen sollten, wenn ich in Melidunum ankomme. Also dann, sichere Reise. Steig auf! Es ist nur ein kurzer Ritt. Wie soll ich Siegfried unter die Augen treten? Ich sollte Krieger sammeln. Erfolglos. Und doch will er, dass ich eines Tages führe. Die Schuld liegt nicht allein bei dir, Toka. Jarls sind sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Ah, mir reicht doch starkes Ale und ein guter Kampf. Wir schauen mal auf die Karte. Aha, okay. Oh, das geht ja eigentlich, oder? Sagen. Wir sind ja hier, wir sind hier gestartet, by the way, ne? Wir hätten eigentlich hier starten müssen, auf hier hin. Voll dumm eigentlich, aber gut, wir haben sehr viele Opale wieder. Warum auch immer. Hexenzauber, okay. Na gut. Es gibt aber einiges an Fähigkeiten. Nicht gerade. Weißt du, dann haben wir hier ein paar Fähigkeiten. Oh ja, hier oben. Da haben wir jetzt viel Stolz, aber hier unten habe ich immer die eine Fähigkeit, die ich nie bekommen habe, ne? Stimmt. Mit einer Fähigkeit. Habe ich nie bekommen, komischerweise. Oh. So. Fränkischen Reisemantel an. Nur damit meine. Ein schöner Satz jetzt nicht mehr wirkt, oder was? Hä? Was soll denn das? So, ja, den hab ich abgebildet, ich weiß. Der hier. Der, ja, ich würde über meine Sins upgraden noch. Später. Denn. Die kann geil werden. So. Schwer. Sie behalten uns neuerdings streng im Blick. Was glaubst du, was das heißt? Dass Siegfried seine Arbeit da noch nicht beendet hat. Er ist erst fertig, wenn es keine Franken mehr gibt, die man bekämpfen kann. Seitdem Charles uns aus dem Norden vertrieb, schnappte uns Speer nach den Fersen. Er setzt deine Leute stark unter Druck. Du wirst vielleicht früher führen müssen, als du erwartest. Ich bin wohl nicht am besten dafür geeignet. Ich sehe das Langhaus. Wir sind fast da. War nur fast. Dann schauen wir mal, wie gut wir jetzt hier reiten, ne? So. Der Sensenmann kommt nach Frankreich. Jojo. Der Sensenmann fällt in Frankreich ein. Was haben wir hier? Es ist merkwürdig, nach so langer Zeit zurückzukehren. War da gerade nur Paul? Witzel nicht, ja. Mit einem Heer. Hey, ich bin groß, so gut wie drei Heere, ja? Will ich nur mal anmerken. So. Willkommen in Melidunum. Suchen wir Siegfried. Ja, ich steig ab, komm. So, dann fahren wir hier mal. So, wo haben wir denn hier Wasser? Erzähl mal. Toka, du bist zurück. Ich hoffe, es verlief alles gut. Folgen die anderen, die du mitbringst, dir nach? Ich muss Siegfried finden. Sicher. Du findest ihn da, wo er immer ist. Ach ja, er wird bei den Gräbern sein und in den Nebel starren. Dort fangen die meisten seiner Tage an. Hier entlang. Okay, wow. Krasser Tag. Bist du bist... Ja, mein Schmied. Soll ich mit dir quatschen? Hallo? Sei gegrüßt. Willkommen. Zeigst du mir deine Waren? Ja, zeig mir deine Waren, los. Okay. Okay, ich bin weg. Tschüss. Bis dann. So, okay. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen
Loot, auf jeden Fall. So, haben wir denn hier keinen Laden? Einfach nicht. Hm. Auf jeden Fall genug zum Looten. Zum Behaupten. Silence.